Willkommen zum DK Pedelec Check. Heute stellen wir euch das Pedelec Electrolyte Straßenfeger vor, das eine Tretunterstützung bis 25 km/h liefert. Der Straßenfeger will mit seinem minimalistischen Auftreten im schicken Gewand als Stadtrat mit einer Mischung aus Retro und Hightech die auf Style bedachte Kundschaft überzeugen. Blickfang des Rades ist die auf dem Markt wohl einzigartige Gabelkonstruktion. Insgesamt haben wir mit dem Straßenfeger auf knapp 2000 Kilometern ausgiebig Erfahrung gesammelt. Der Straßenfeger präsentiert sich in klassisch bekannten Farben aus dem Motorsport, die zusammen mit dem Zeitfahrlenker den sportlichen Charakter des Rades prägen. Unterstützt wird dies durch den außergewöhnlichen Look des Riemenantriebs, der sehr gut zum Pedelec passt. Die verwendete Kurbel glänzt allerdings nicht gerade durch optische Finessen und kann damit leider nicht mit dem Rest des Rades mithalten. Eyecatcher des Rades ist die in jeder Hinsicht außergewöhnliche Einholm-Antriebsgabel. Electrolyte ist es gelungen, sowohl Motor als auch Akku in einer bisher so noch nicht gesehenen Art und Weise in die Gabel zu integrieren. Dadurch bleibt das Rahmendreieck erfreulicherweise akkufrei und trägt zum insgesamt cleanen Look des Straßenfegers bei. Electrolyte gelingt hier eine perfekte Mischung aus sportlichem Minimalismus, gepaart mit dem einzigartigen Look der Antriebsgabel, die den Straßenfeger zu einem Star unter den Stadträdern werden lässt. Der Straßenfeger ist mit fahrfertig gewogenen 17,5 Kilogramm inklusive Beleuchtung für ein Pedelec erfreulich leicht. Davon entfallen 2,1 Kilogramm auf den 313 Wattstunden leistenden und entnehmbaren Akku. Die Gewichtsverteilung des Pedelecs ist aufgrund der schweren Antriebsgabel natürlich alles andere als ausgeglichen. Durch die Frontlastigkeit bietet der Straßenfeger deshalb trotz des insgesamt relativ geringen Gewichts nur einen durchschnittlichen Tragekomfort. Der Straßenfeger wird vorne durch eine Magura MTE Scheibenbremse verzögert. Die Performance der Bremse ist über jeden Zweifel erhaben. Gute Verzögerung durch geringe Hebelkraft gepaart mit guter Dosierbarkeit können überzeugen. Einzig die schnelle Neigung zum Quietschen der Bremse fällt unangenehm auf. Das Hinterrad des Straßenfegers wird durch eine Rücktrittbremse der Störmay Archer-Narbe verzögert, deren Performance uns nicht überzeugen konnte. Schwache Verzögerungen bei starker Pedalkraft lassen damit nur wenig effektive Bremsungen zu. Der Grund ist eine Inkompatibilität zwischen Antriebsritzel und Narbe an unserem Rad, die bei den Testfahrten auch ein Defekt des Ritzels zur Folge hatte. Schwachpunkt des Antriebs ist auch hier die verbaute Störmay Archer Kickshift-Narbe des Straßenfegers. Die Narbe, deren zwei Gänge durch gegenläufiges Treten geschaltet werden, hat einen sehr undefinierten Schaltpunkt, wodurch bereits kleinstes, unmerkliches Rückwärtstreten einen Schaltvorgang auslöst. Dadurch befindet man sich regelmäßig ungewollt und manchmal auch unbemerkt im falschen Gang, wodurch leider kein souveränes Fahren aufkommt. Fast perfekt funktioniert hingegen das Fahren mit elektrischer Unterstützung des Frontmotors, der mit seinen 250 Watt überzeugend anschiebt. Mit dem 313 Wattstunden leistenden Akku konnte auf unserer hügeligen Testrunde eine Reichweite von ca. 40 km erzielt werden. Wie auch beim Rest des Rades verfährt Electrolyte beim Informationstransfer nach dem Motto »Weniger ist mehr« und verzichtet deshalb auf ein Display zur Fahrerinformation und setzt stattdessen auf eine minimalistische LED-Anzeige. Gesteuert werden die Funktionen des Pedelecs durch zwei Knöpfe an den Lenkerenden. Der Straßenfeger besitzt zwei Fahrmodi. Den normalen, dauerhaft unterstützenden Modus, bei dem die Stärke der Unterstützung in vier Stufen geregelt werden kann. Im Turbo genannten Modus fährt man normal Fahrrad und boostet bei Bedarf per Turboknopf, zum Beispiel für einen entspannten Ampelstart oder sich einen kurzen Anstieg unterstützen zu lassen. Der Straßenfeger lässt sich aufgrund der sehr guten Geometrie und das für ein Pedelec relativ niedrige Gewicht auch ohne Motorunterstützung gut fahren.
Das Fahrverhalten kann aufgrund der Gabelkonstruktion zwar nicht als neutral bezeichnet werden, stellt aber nach kurzer Gewöhnungsphase kein Problem mehr dar. Anders die Bremsanlage. Die mäßige Performance der hinteren Bremse kann zwar durch die sehr gut funktionierende Scheibenbremse im Normalbetrieb kompensiert werden, aber für stärkere Bremsungen sind zwei performante Bremsen unerlässlich. Hier sehen wir mit Blick auf die hintere Bremse noch sehr viel Luft nach oben. Das Fahren mit Elektrounterstützung macht Spaß. Der selten laut werdende Frontmotor des Straßenfegers schiebt gut an und hat kaum nennenswerten negativen Einfluss auf das Lenkverhalten. Die Regelung der Tretunterstützung kann insgesamt überzeugen. Lediglich ein verzögertes Ansprechverhalten beim Anfahren trübt die ansonsten gute Gesamtperformance des elektrischen Antriebs. Der Straßenfeger macht Spaß. Solide Fahreigenschaft gepaart mit cooler Optik, die ein bisher nicht gekanntes Maß an Aufmerksamkeit produziert, lassen einen jederzeit wissen, dass man auf einem besonderen Pedelec sitzt. Der Straßenfeger könnte allerdings noch so viel besser sein, wenn die mäßig funktionierende Hinterradnabe das Rad nicht einbremsen würde. Trotzdem hat Electrolyte mit dem Straßenfeger ein einzigartiges Pedelec im Portfolio, das im Großstadtdschungel deutlich aus der Masse heraussticht. Wer Außergewöhnliches liebt, ist mit diesem Rad bestens bedient.